here this evening. Thank you. I have an urgent telephone message for you from Germany. This is the number. Oh, it's my daughter. That's what I thought. Thank you. Good night, Miss Leska. Good night. Ja, Kind, ich bin's. Man sagte mir eben, du hast dann gerufen. Was ist denn? Warum weinst du denn? Ist etwas passiert? Was sagst du? Man will dich umbringen. Wer will dich umbringen? Sie haben Angst vor mir. Ich hab gesagt, ich zeig sie alle. Das will ich geben. Kein Geld. Susanne. Susanne. Hörst du mich? Susanne. Ja, warum meldest du dich nicht? Warum hast du dich nicht um mich gekümmert? Laux. Ach, du bist das, Judith. Nein, nein, du störst dich. Natürlich nicht. Es ist 5 Uhr morgens. Ich bin gerade beim Frühstück. Susanne hat dich angerufen? Was wollte sie denn? Ja. Ja, da ist etwas, was du nicht weißt. Wir haben es dir nie gesagt, ich nicht und Susanne nicht. Sie wollte es nicht. Sie hat mich inständig gebeten, sag meiner Mutter nichts. Ich habe mich daran gehalten. Sie ist abhängig. Rauschgiftabhängig. Seit wann? Seit 2 Jahren. Hör zu. Sie hat mich eben angerufen, offenbar ganz verzweifelt. Sie sagte, sie wollen mich umbringen, weil ich gesagt habe, dass ich sie anzeige, wenn sie mir nichts mehr geben. Und dann, ich habe kein Geld mehr. Sie kämpft gegen diese Sucht und ich helfe ihr dabei, so gut ich kann. Immer wieder sagte sie, wir schaffen es schon. Laux, pass auf. Ich breche die Tournee ab. Na, Judith. Ich habe morgen noch ein Konzert hier in New York. Und dann nehme ich das nächste Flugzeug. Was ist denn? Susanne ist tot. Ich bin gestern Morgen nach deinem Anruf gleich hingegangen, aber sie war nicht da. Hatte die Wohnung schon verlassen. Den ganzen Tag über habe ich angerufen, aber sie meldete sich nicht. Bis mich dann die Nachbarin anrief. Die Polizei hatte Susannes Wohnung öffnen lassen. Man hat sie gefunden in der Toilette eines Lokals.
Eine Überdosis. Herzlich willkommen, gnädige Frau. Bis wie gewöhnlich. Danke. Sie geben wieder ein Konzert? Nein, nein, Frau Loska ist privat hier. Wir müssen noch miteinander reden. Ich melde mich. Ich möchte ein Gespräch mit dem Polizeipräsidium, mit der Mordkommission. Nein, 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 der Zeuge heißt Konrad de Mohl. Gut, Eric. Mein Name ist Judith Loska. Ich möchte Sie gerne aufsuchen. Kann ich bitte kommen? Was geht es denn? Was? Ich wiederhole es. Um Mord. Begangen an meiner Tochter Susanne Loska. Der Fall müsste doch seit gestern bei Ihnen vorliegen. Ich spreche doch mit der Mordkommission. Ja, das ja, aber ich meine, bei uns liegt nichts vor. Kann ich bitte kommen? Ja, natürlich. Wo sind Sie jetzt? Im Hotel. Ich nehme mir sofort ein Taxi. Stefan, kommst du mal bitte? Mein Name ist Loska. Judith Loska. Judith Loska, die Pianistin. Ja? Ich kenne Sie natürlich, selbstverständlich. Ich bewundere Sie sehr. Danke. Bitte nehmen Sie doch Platz. Ja, Frau Loska, Sie sprachen von Mord begangen an Ihrer Tochter. Aber uns liegt hier nichts vor. Sie wurde gestern umgebracht in einem Lokal. Sie wurde umgebracht mit einer Überdosis Heroin. Frau Loska, Sie sagen umbringen. Wie kommen Sie auf Mord? Vorgestern Nacht rief mich meine Tochter in New York an. Sie sagte, Mama, Sie wollen mich umbringen, weil ich gesagt habe, dass ich Sie anzeige, wenn Sie mir nichts mehr geben. Ich fragte, wer will dich umbringen, aber sie war unfähig, noch etwas zu sagen. Ich bin heute von New York gekommen. Und sie ist tot. Frau Loska, hören Sie. Rauschgifttote, die man in Toilettenräumen findet. Das in den meisten Fällen ist das ein Unfall. Selbstmord. Eigenverschulden nennen wir das. Haben Sie mir nicht zugehört? Sie sagte, Sie werden mich umbringen. Aber der Fall liegt gar nicht bei uns. Wenn überhaupt, dann liegt er beim Rauschgiftdezernat. Ich werde mich mal gleich erkundigen. Ach was. Wir gehen gleich zusammen hin. Kommen Sie. Wie alt ist Ihre Tochter? 22. Sie studierte Musik. Sie war eine sehr begabte Geigerin. Ist das die berühmte Loska? Mhm. Hier sind die Unterlagen. Susanne Loska. Ich war selber dort, wo sie gefunden wurde. Wurde am Tatort ein Foto gemacht? Ja. Ich möchte es sehen. Bitte. Kann ich es sagen? Ja. Wo ist das Lokal? Wollen Sie die Adresse haben? Ja. Ich schreibe sie Ihnen auf. Aber Sie sollten da nicht hingehen. Das bringt nichts. Bitte warten Sie draußen auf mich. Ich brauche noch ein paar Angaben von Ihnen. Kann ich meine Tochter noch mal sehen?
Tja, natürlich. Was hältst du von Ihrer Aussage? Das ist doch kein Mord. Das ist ein ganz gewöhnlicher Rauschgifttod. Ich muss Ihre Aussage ernst nehmen. Sie ist offiziell. Und könnte es nicht auch Mord sein? Ich muss das untersuchen, ob ich will oder nicht. Darf ich Ihnen was verkaufen? Sind Sie der Wirt? Ja. Wo sind Ihre Toiletten? Eine Treppe tiefer. Gestern wurde bei Ihnen in der Damentoilette eine Tote gefunden. Ja? Das war meine Tochter. Darf ich hinuntergehen? Natürlich, ist ja öffentlich. Kind geboren, damit es hier stirbt. Hier. Komm, sie hat es. Sie ertragen das nicht. Ich möchte Ihnen einige Fragen stellen. Wozu? Haben Sie meine Tochter gekannt? Gekannt? Meine Tochter hat dieses Lokal gekannt. Hat sie hier verkehrt? Was weiß ich, das geht hier raus und rein. So genau sehe ich mir die Leute nicht an. Reden Sie doch keinen Unsinn. Natürlich sehen Sie sich die Leute an. Sie wissen doch ganz genau, wer hier aus und ein geht. Kennen Sie meine Tochter? Wenn ich Sie kennen würde, was hätten Sie denn davon? Ich würde Sie fragen, wie oft meine Tochter hier war. Ob sie allein hier, und wenn sie nicht allein hier war, mit wem sie hier war. Wer sind Sie eigentlich? Schon richtig. Kriminalpolizei. So einer von der Sorte mit Schlips und Kragen. Ja, einer von der Sorte, Mordkommission. Ja, wollen Sie mir vielleicht sagen, warum er mir solche Fragen stellt, die ich nicht beantworten kann? Das sollten Sie aber besser tun. Ja, wieso denn? Die Tote, die ist abgeholt worden. Und damit ist für mich die Sache erledigt. Sag mal, glauben Sie, es macht mir Spaß, wenn hier eine Tote durchs Lokal getragen wird? So, jetzt wiederhole ich die Fragen ganz langsam zum Mitdenken. Also, hat das Mädchen hier verkehrt? Kennen Sie sie? War sie öfter hier? Und wenn sie öfter hier war, war sie allein hier oder war sie in Begleitung hier? Und wenn sie in Begleitung hier war, wer hat sie begleitet? Punkt. Also gut. Ich kenne das Mädchen nicht. Und da ich sie nicht kenne, weiß ich auch nicht, wer sie begleitet hat. Wenn man sie begleitet hat. So, mehr ist nicht drin bei mir. Schauen Sie mal gelegentlich in den Spiegel. Ihr Bart ist vor Schreck ganz weiß geworden. Wir fahren. Wo ist denn der Chef? Drüben. Ziemlich schwer zu wechseln. Keiner hatte Kleingeld. Wo darf ich Sie hinbringen? Ich bin ganz erschöpft. Mein Leben hat sich völlig verändert.
Bringen Sie mich bitte zum Konservatorium. Hier hat sie Unterricht genommen. Das ist Oberinspektor Derrick. Professor Laux, ein Freund von mir seit langen Jahren. Susanne hat bei ihm Unterricht genommen. Sie war in seiner Obhut. Ja, ja. Ja, grüß Gott, Herr Professor. Seit vorgestern weiß ich auch von ihm, dass meine Tochter seit 2 Jahren süchtig ist. Wir wollten dich damit nicht belasten. Wer wir? Ich wollte es nicht, Susanne wollte es nicht. Wir haben es uns genau überlegt, wir haben befürchtet, dass eine solche Mitteilung dich in einer Weise irritieren würde, die nicht zu verantworten wäre. Mit möglicherweise katastrophalen Folgen für deine Karriere. Für meine Karriere? Judith, deine Sensitivität ist immer, war immer äußerst zerbrechlich und gefährdet. Susanne flehte mich an, sag nicht zu Mama. Glaube mir. Wir haben nächtelang miteinander darüber geredet. Sie sagte, ich schaffe es. Ich schaffe es. Nicht zu Mama. Nicht zu Mama. Herr Professor, von wem bekam sie das Heroin? Ich weiß es nicht. Wissen Sie, welchen Umgang sie hatte? Kennen Sie vielleicht Ihre Freunde? Wissen Sie Namen, Adressen? Sie hat mir das alles verschwiegen. Hast du den Schlüssel zu ihrer Wohnung? Entschuldigen Sie, ich habe gehört, dass jemand in der Wohnung ist. Wer sind Sie bitte? Das ist Frau Riemann, die Nachbarin. Kommen Sie rein, kommen Sie. Ich habe mir gleich gedacht, dass Sie es sind. Das ist eine schlimme Geschichte. Alle im Haus waren ganz bestürzt und alle haben sie so gern gehabt und haben sie gern spielen hören. Und dann hörte man die Geige nur noch ganz selten und dann gar nicht mehr. Der Herr ist von der Kriminalpolizei. Wissen Sie, welchen Umgang Susanne Loska hatte? Bekam sie Besuch? Wer waren die Besucher? Besucher hatte sie schon. Besucher hatte sie. Ja, junge Leute halt. Ja, kennen Sie die Besucher? Kennen Sie Namen? Wissen Sie was? Namen? Nein, kenne ich nicht. Ja. Kenne ich nicht. Ich weiß, ich kann Ihnen sonst nichts sagen. Brauchen Sie mich noch? Nein, bestimmt nicht. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Verzeihen Sie bitte, tut mir leid, hier. Darf ich mich in der Wohnung mal ein wenig umsehen? Na ja, bitte. Wissen Sie, vielleicht finden wir ein paar persönliche Notizen. Könnte ja sein, Namen von Freunden, Adressen. Telefonnummer. Darf ich das mitnehmen? Als sie mich anrief in New York, sagte sie, warum hast du dich nicht um mich gekümmert?
mir doch nichts gesagt. Was habe ich falsch gemacht? Ich lieb sie doch. Meine Tochter war immer alles für mich. Hat sie das nicht gewusst? Na gut. Wir werden uns die einzelnen Namen vornehmen, mit jedem sprechen, aber wie immer wird da wenig rauskommen. Harry, das Mädchen hat seine Mutter in New York angerufen und hat gesagt, sie wollen mich umbringen. Weiß ich ja. Ich werde sie anzeigen, wenn sie mir nichts mehr geben. Ne? Sie haben das Mädchen völlig ausgeplündert. Es hat kein Geld mehr. Und dann kommt es auf die verrückte Idee, den Dealer oder die Dealer zu erpressen. Das ist ein sicheres Todesurteil. Wollen Sie da rein? Geh, das ist doch kein Lokal für Sie. Hey! Das ist dein drittes. Danke auch. Wollen Sie sich hier hinsetzen? Wenn Sie den Tisch sauber gemacht haben? Na klar, mach ich. Zu trinken bestellt? Sie weiß nicht, was sie will. Sie sagte, bringen Sie mir irgendwas. Ja, und was soll ich ihr bringen? Sie soll mir keinen Ärger machen. Wieso macht ihr Ärger? Weißt du nicht, wer das ist? Die Mutter von der Kleinen, die sich bei uns umgebracht hat. Ach nee. Sie ist runtergegangen, sich das anzusehen. Was anzusehen? Wo sie gelegen hat. Wollte sie ein paar Blümchen hinlegen? Ich will nur wissen, von wem die Kleine den Stoff gekriegt hat. Und? Hast du es ihr gesagt? Bist du verrückt? Bring ihr ein Bier. Ein Bier? Willst du keinen Umsatz machen? Schönen Gruß. Sie soll verschwinden. Nicht gewusst, großes Bier, kleines Bier, recht so. Danke. Wie heißen Sie? Ich? Ja. Meinen Namen wollen Sie wissen? Ja. Ich heiße Bieber. Aber jeder sagt nur Ali zu mir. Warum Ali? Keine Ahnung. Alle haben sich dran gewöhnt, ich auch. Wollen Sie sich einen Moment zu mir setzen? Was denn? Hinsetzen? Bitte. Wissen Sie, warum ich hier bin? Ja, ich habe es gerade gehört. Die Kleine da unten im Keller. Haben Sie sie gekannt? Ja, ja. Die war doch oft hier. Ein hübsches Mädchen. Irgendwie ist die mir immer aufgefallen. Ali, Fünfer will zahlen. Dem fällt der Unterkiefer runter, weil ich hier sitze. Wann machen Sie den Schluss hier? Wann ich hier Schluss mache? Ich werde draußen auf Sie warten. Auf mich warten? Aber das geht doch bis in die Puppen. Eins, halb zwei. Ich warte auf Sie. Das bleibt unter uns. Was wollte sie denn von dir? Wissen, ob ich die Kleine gekannt habe. Und was hast du gesagt? Was habe ich wohl gesagt? Na? Was? Ich habe doch von nichts eine Ahnung, doch nicht hier in dem Laden. Okay. Dann bleib auch dabei. Aber eine irre Frau. Vom Feinsten.
Guten Abend, Frau Loska. Gut, dass ich Sie noch treffe. Verzeihen Sie bitte, darf ich fragen, wo Sie waren? Ah ja. Sie haben das Lokal aufgesucht, nicht wahr? Das war das Lokal meiner Tochter und damit ist es auch meins. Warum suchen Sie mich auf? Die Presse hat Wind davon bekommen, dass Sie da sind, dass die Rauschgifttote Ihre Tochter war. Man wird Sie also befragen. Ich habe eine Bitte an Sie. Erwähnen Sie nicht den Anruf Ihrer Tochter in New York. Sonst lesen Sie morgen in der Zeitung, Judith Loska sucht den Mörder Ihrer Tochter. Genau das tue ich. Was ist daran falsch? Naja, falsch daran ist auf jeden Fall, dass es auch der Mörder lesen würde. Warum soll er nicht? Frau Loska, tun Sie uns einen Gefallen, ja? Unternehmen Sie nichts ohne uns. Schauen Sie, ich glaube Ihnen. Ich glaube Ihnen ja, dass Ihre Tochter ermordet wurde und wir werden alles tun, den Mörder zu finden. Treffen wir eine Vereinbarung. Ich spiele nicht Klavier, Sie spielen nicht Polizei, ja? Schauen Sie, Ihre Welt ist die Musik und meine Welt ist leider... Gute Nacht. Das hätte ich nicht gedacht. Sie sind ja tatsächlich da. Steigen Sie ein. Wieso einsteigen? Wo wollen Sie denn hin? Ich bringe Sie nach Hause. Wieso nach Hause? Ich wohne doch hier. Ich steige hier aus. Also verstehe ich Sie richtig, Sie wollen mit zu mir rauf? Ja, also, da habe ich nichts dagegen. Nur ich glaube nicht, dass Ihnen das gefallen wird. Wen bringst du denn da mit? Halt doch die Klappe, Luise. Hast du was zu trinken da? Musst mir nur sagen, was du willst. Ja, was? Aber Sie habe ich ja schon gefragt, Ihnen was egal. Also wenn es Ihnen egal ist, ich hätte Lust auf einen Whisky. Machen Sie da mit? Ja. Also das hier, das wär's. Eine miese Luft hier. Ich sage immer, die sollen lüften, sie machen es einfach nicht. Soll ich das Fenster aufmachen? Besser nicht, sonst wird es zu kalt hier. Und kalt soll es uns ja nicht werden. Wissen Sie, wie Sie aussehen? Ganz erschrocken. Ist das Ihr Zimmer? Ja. Sonst ist das hier eine Pension. Jedenfalls irgendwie sowas. Du wolltest doch eine Flasche haben. Stell sie dahin, verzieh dich. Noch eine Frage. Bleibt die Dame hier heute Nacht? Was fragst du denn da? Wegen Frühstück, frage ich. Verzieh dich, habe ich gesagt, Luise. Die reinste Puffmutter. Aber irgendwie ist das ja hier auch. Was hier so ein- und ausgeht, ich sag Ihnen, erst mal die Gläser. Oh Mann, da bezahlt man sein gutes Geld und dann stehen die Gläser von gestern noch hier. Aber war auch Whisky drin. Darf ich? Oh, Verzeihung. Meine Tochter. Hat sie hier verkehrt? Also, jetzt muss ich erst mal was sagen.
Das, worüber Sie mit mir reden wollen, ist ein ganz heißes Eisen. Da hält man besser den Mund. Sonst ist das gar nicht gut für die Gesundheit. War meine Tochter auch hier oben? Haben Sie denn nicht begriffen, was ich sagte? Trink mir erst mal einen Schluck. Darauf habe ich mich schon die ganze Zeit gefreut. Prost. Wollen Sie nicht den Mantel ausziehen? Meine Tochter auch hier oben. Wer da unten verkehrt, kennt das hier oben auch. Irgendwie gehört das zusammen. Sie war also hier oben. Sie lassen aber auch nicht locker. Also, sagen wir mal so. Ich nehme es an. Und wenn ich das sage, habe ich noch keinen Fehler gemacht. War sie alleine hier oben? Hier oben ist man allein und auch nicht allein. Hier pennt man miteinander, oder? Oder? Sie sind eine irre Frau. Das wissen Sie auch. So etwas wie Sie hier oben bei mir. Das ist echt Wahnsinn. Hat sie es hier bekommen? Bitte fragen Sie nicht weiter. Ich frage Sie aber. Was ist es Ihnen wert, wenn ich es Ihnen sage? Ich will es wissen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Zieh dich aus. Bitte. Bitteschön. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich kenne den Namen des Mannes, der ihr das Heroin gegeben hat. Er heißt Niewald. Wer hat Ihnen den Namen gesagt? Ich habe gestern Nacht noch mit einem Kellner geredet. Er hat es mir schließlich gesagt.
keinen Kaffee bekommen. Ich habe heute noch nicht gefrühstückt. So, hier sind Semmeln, Butter, Marmelade, Käse, Wurst. Sag mal, hat sie eigentlich mit dem Kellner geschlafen? Ja, ich denke ja. Tag, Alfred. Ja, was ist? Mir ist da etwas zu Ohren gekommen. Du hast einen Gast gehabt heute Nacht? Ja, ja. Das ist richtig. Die Mutter von der Kleinen, Ja, stell dir vor. Was wollte sie denn von dir? Wieso? Was wollte sie von mir? Na, was wollte sie schon? Ich habe sie aufs Kreuz gelegt, im Bett gehabt. Das war echt ein Erlebnis, sag ich dir. Hast du gequatscht? Ich? Aber wo? Ich bin doch nicht dämlich. Du musst die Sache so sehen. Die wollte mit mir ins Bett. Du kannst doch nichts dagegen haben, dass ich meinen Spaß gehabt habe. Du bist ein dämlicher Hund. Alfred, bitte. Harry, gib mal den Namen Niewald an das Rauschgiftdezernat weiter. Vielleicht kennen die den Mann. Sie haben ja gar nichts gegessen. Haben Sie mir wirklich alles gesagt? Nein. Der Kellner hat mir auch gesagt, wie ich den Mann finde. Wie Sie den Mann finden? Also gut, wie wir ihn finden. Aber ich bin dabei, Sie können mich nicht davon ausschließen. Frau Loska. Was ich getan habe und was ich tue, tue ich für meine Tochter. Sie wissen doch nicht, was meine Tochter mir bedeutet hat. Gut. Ich bin durch die Welt gefahren, habe Konzerte gegeben. Aber hier hatte ich eine Kostbarkeit. Wissen Sie, das ist es, woran ich glaube, dass es Menschen gibt, die Kostbarkeiten sind. Und sie war eine. Und liegt in der Damentoilette wie ein Stück Dreck. Den, der sie auf dem Gewissen hat, den will ich sehen. Was hat Ihnen der Kellner sonst noch erzählt? Er hat mir den Weg beschrieben. Niewald ist ein unbeschriebenes Blatt. Tja, jetzt stellt sich die Frage, wie kommen wir an ihn heran? Jetzt müssen Sie mich alleine gehen lassen. Warten Sie hier. Das ist doch gefährlich für Sie. Ja, das stimmt. Aber wir haben keine andere Wahl. Wiedersehen. Ich möchte zu Niewald. Was wollen Sie denn von Niewald? Ich will, was alle wollen. Und was ich will, kann ich bezahlen. Und Sie auch. Wo finde ich ihn? Gehen Sie weiter, wir kommen Ihnen nach. Ein Lokal in dieser Straße, das Talon.
kann ich mit Oskar sprechen. Ich möchte Sie fragen, wo ich Nival treffe. Ich möchte ihm etwas abkaufen. Ich hab genug Geld. So, so. Geld genug haben Sie. Schön, wer sowas sagen kann. Aber Nival kenne ich nicht. Es wird auch Ihr Schaden nicht sein. Ich gebe Ihnen doch Geld. Mein Gott, stecken Sie das weg. Wissen Sie, dass Sie mich ganz fertig machen? Die Sache ist nämlich so. Sie haben ja keine Ahnung, in welche Gefahr Sie sich bringen. Sie haben das einfach nicht in Ihrem Schädel drin. Ich kann Sie nicht zurückgehen lassen. Kommen Sie. Gehen Sie hinten raus durch die Tür in den Hof und dann weg. Nichts wie weg! Die Dame, die hier reingekommen ist. Hören Sie mal, wollen Sie sich nicht erst mal vorstellen? Nicht nötig, lassen Sie ihn stecken. Da besorge ich immer so einen Scheißärger. Wo ist die Dame, die hier reingekommen ist? Die Dame fragte, wo Nival ist. Ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, wer soll das sein? Geld wollte sie mir geben. Ich habe es nicht genommen, ich nehme kein Geld, das ich mir nicht verdient habe. Ich weiß nicht, wer Nival ist. Wo ist sie? Ich habe sie rausgeschickt in den Hof. Hey, sieh da! Da ist gerade eine Frau verprügelt worden, in einen Wagen gesteckt und weg. Wir sind von der Polizei, ich komm rauf. Sie haben die Frau auf den Hof geschickt, warum? Wer war dort? Wer hat draußen auf die Frau gewartet, draußen mit der Sprache? Nein, da hat niemand gewartet. Und wenn da jemand war, ich wusste es nicht. Ob Sie es mir glauben oder nicht, ich wollte der Frau helfen. Also wussten Sie doch Bescheid. Hören Sie zu, ich kann dazu einfach nichts sagen. Und das hat einen Grund. Weil ich am Leben bleiben will. Da kann ich Ihnen helfen, Sie sind festgenommen. Ruf die Einsatzzentrale an. Der Kollege Prösel, der soll einen Streifenwagen für unseren Kunden da vorbeischicken. Haben Sie es mitbekommen? Was ist eigentlich mit dem Kellner? Ich nehme an, dass man Frau Loska gefragt hat, wer ihr den Namen Niewald genannt hat. Also wie es aussieht, hat sie es ihnen gesagt. Ja.
Ihr Kellner, Biber. Guten Appetit, wo ist er? Den, ach den. Ja, den habe ich nach Hause geschickt. Der fühlte sich nicht wohl. Ne? Ja, das habe ich aber sofort geglaubt. Haben Sie geglaubt? Wo wohnt er? Im Nebenhaus. Das ist eine obere Etage. Ja. Die Zimmertür ist meistens offen. Ah, was? Ja, vielleicht ist sie jetzt auch zu. Dann klopfen Sie. Da muss ich klopfen, das ist ein klarer Fall. Was ist passiert? Drei Männer in einem Wagen haben mich geschlagen. Wollten wissen, von wem ich den Namen Niewald gehört habe. Wo ist der Kellner? Moment. Ich habe Ihnen den Namen gesagt. Ich weiß, er ist in seiner Wohnung. Wir gehen sofort hin. Lass es bitte. Sind Sie verletzt? Brauchen Sie einen Arzt? Nein, nein. Gut, warten Sie hier. Ja? Sie wissen ja, wo die Toilette ist. Ach, hau ab! Komm, wir gehen. Wir waren mal zum letzten Mal. Oh, Sie werden es nicht glauben. Ich bin froh, dass Sie da sind. Das hört man ja. Ist noch nichts passiert. Und ich will auch nicht, dass was passiert. Mhm. Er sitzt in seinem Zimmer. Mach auf, Ali! Kriminalpolizei! Ich habe keine Ahnung, was Sie von mir wollen. Sie fühlen sich nicht ganz wohl, haben wir gehört. Na und, das vergeht auch wieder. Sie haben sich eingesperrt. Ja, ich wollte nicht, dass hier jemand unangemeldet reinkommt. Beispielsweise Niewald. Was? Sie hat es Ihnen gesagt? Oh Mann, bin ich ein Idiot. Sag ihr seinen Namen. Ich bin ja nicht zu retten. Aber damit muss ich ja rechnen. Diese Frau hier bei mir macht mich an. Ich weiß doch, wer ich bin. Für Leute wie Sie doch nur ein Stück Dreck. Aber einen Moment lang habe ich geglaubt, dass Sie... Niewald weiß, dass Sie seinen Namen genannt haben. Sagen Sie uns, wo wir Niewald finden. Aber der sagt mir doch nicht, wo er wohnt. Dann beschreiben Sie ihn. Ja, das kann ich. Mittelgroß, bullig, immer angezogen, Picopello-Tuch hier. Aber die Drecksarbeit, die lässt der andere machen. Der kann hier reinkommen, die Freundlichkeit selbst und sagt, wie geht's dir? Und ich sag dann, bei mir ist alles in Ordnung, nur ich habe einen Fehler gemacht. Und er sagt dann, nimm's nicht so schwer, ist nicht so schlimm. Aber am nächsten Tag bist du tot. Dass ich Sie noch mal sehe, hätte ich nicht gedacht. So gut wie gestern sehen Sie nicht aus. Man hat mir gesagt, dass Sie Klavier spielen können. Dabei hätten Sie bleiben sollen. Wieso kommen Sie hierher? Sie hat Angst bekommen, dass Ihnen etwas passieren wird. Also, Sie verlassen jetzt Ihr Zimmer nicht und wir veranlassen, dass Sie polizeilichen Schutz bekommen. Wo ist das Telefon? Draußen. Man sie geschlagen. Da habe ich ihren Namen gesagt. Ich bitte Sie um Entschuldigung. Was passiert? Sie entschuldigen sich? Das ist doch... Wollen Sie sich nicht setzen? Wollen Sie was trinken? Die Flasche steht immer noch hier. Wir haben sie ja gestern... nicht leer gemacht. Ich kann Sie gar nicht ansehen, wie Sie aussehen. Ich gebe Ihnen jetzt einen Rat. Hauen Sie ab. Das hier ist nichts für Sie. Das hier ist etwas ganz anderes. Sie gehören einfach nicht hierher.
Und das auch gut so, dass sie nicht hierher gehören. Jeder gehört irgendwohin und da, wo er hingehört. Den Platz muss er suchen. Den haben Sie doch längst gefunden. Niewald. Unser Freund Bieber zu Hause? Ja, der ist zu Hause. Ich habe ihn in seinem Lokal gesucht, aber man sagte mir, er fühlt sich nicht wohl. Und jetzt wollen Sie sich nach seinem Wohlbefinden erkundigen? Ja. Niewald. Ja, mein Name ist Niewald. Wir kennen uns ja. Die anderen sind mir fremd. Ich habe gehört, ich werde gesucht. Wer sucht mich? Frau Loska sucht Sie. Ach, sind Sie das? Ja, ich bin es. Frau Loska hat ihre Tochter verloren. Ihre Tochter war rauschgiftsüchtig. Sie ist in einem Waschraum an einer Überdosis gestorben. Ein trauriger Fall, aber ja, nicht selten. Ja, schon fast alltäglich. Das Besondere an der Geschichte ist, dass Sie, der Susanne Loska, das Heroin verkauft haben. Ich habe noch nie in meinem Leben etwas mit Heroin zu tun gehabt. Wer behauptet das? Er behauptet es. Er weiß es. Er hat es gesehen. Bieber? Ich frage dich jetzt, ich Niewald frage dich. Habe ich jemals etwas mit Heroin zu tun gehabt? Habe ich jemals etwas zu tun gehabt mit der Tochter von... Wie war der Name noch? Loska. Über mich wird viel erzählt. Ganz offenbar rege ich die Fantasie der Leute an. Auch deine. Erkläre es hier und jetzt. Und klar und deutlich. Habe ich jemals etwas mit Heroin zu tun gehabt? Habe ich jemals etwas zu tun gehabt mit der Tochter dieser Frau? Sehen Sie es? Jetzt haben Sie ein Beispiel für die Geschwätzigkeit der Leute. Wenn Sie Farbe bekennen müssen, dann sind Sie feige. Ganz feige. Wie heißt es so schön? Ihr Zeuge, Herr Kollege. Ich darf dann wohl gehen. Für einen Haftbefehl gibt es nicht den geringsten Grund. Moment. Na, Herr Bieber, haben Sie gehört, was Niewald von Ihnen hält? Er hält Sie für einen feigen Hund, den man einschüchtern kann, der keinen eigenen Willen hat, mit dem man machen kann, was man will. Hat er recht? Tja, Frau Loska. Hat er recht? Nein. Nein? Ali, ich hoffe, du weißt, was du sagst. Ja, ein feiger Hund, das bin ich. Da ist was dran. Weil ich es gesehen habe. Ich war doch dabei. Nicht nur einmal, oft. Niewald sagte immer... Dieses Mädchen ist so gut wie eine Bank, sie ist süchtig und hat Geld. Bist du wahnsinnig? Ja, vielleicht bin ich wahnsinnig. Aber jetzt wird ein Zeuge gesucht. Und ich war Zeuge. Ich war doch dabei an jedem letzten Abend. Sie hatte kein Geld mehr. Sie heulte und schrie dich an. Gib es mir. Ich brauche es. Oder ich zeige dich an. Und da sagtest du, jetzt haben wir ein Problem. Aber das Problem löse ich selber. Auf meine Weise. Ich tue ihr den Gefallen. Ich gebe ihr die Spritze. Und dann bist du mit ihr runter in die Toilette. Hast du mich verstanden? Bieber!